Ja, moin aus dem Auto. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg nach Schleswig-Holstein. Und wie jede Tour startet diese natürlich auch im Auto. Wir sind jetzt noch 200 Kilometer unterwegs. Dann sind wir endlich da auf der Camperade. Ich habe schon zwischendurch richtig coole Bilder gekriegt. Also es ist richtig voll. Pro Area, es gibt drei Areas da, sind 1000 Leute und es ist wirklich ausverkauft. Also ich freue mich, das wird bis dato mein größtes Event, kann man sagen. Ja. Und ja, ich bin gespannt, wie alle drauf sind. Bin auch ein bisschen aufgeregt. Mein Bühnenprogramm, da das läuft, bin ich eigentlich ganz happy mit. Von daher kann eigentlich nicht so viel schief gehen. Also drückt mir die Daumen. Drop it. Na Clara, was ist jetzt schon wieder los? Was soll ich sagen? Ich muss mal wieder auf Toilette. Deswegen, wir sind jetzt sogar fast schon da, nur noch 20 Kilometer. Aber ich habe halt eine Mini-Blase. Also ich muss jetzt schon auf Toilette und dann geht's weiter. Ich bin schon langsam aufgeregt. Also ich freue mich, aber das Wetter hält sich. Perfektes Wetter für ein Festival. Und jetzt muss ich ganz schnell auf Toilette und dann geht's weiter. Wir sind angekommen auf dem Festivalgelände und es ist, glaube ich, schon richtig gute Stimmung. Man hört es schon. Ich habe auch gerade richtig coole Typen schon getroffen. Ich schwenke gleich mal rüber. Das sind nämlich die Andersons. Tada! Hi! Also optisch natürlich schon mal heftige Hingucker und die machen Comedy-Rock. Was genau ist das, Jungs? Wir sind drei lustige Typen, wie man sieht. Genau. Und gerne Schnitzel essen. Genau. Und das bringen wir eben auch auf die Bühne mit unserem kleinen Programmchen. Mehr als zwei Akustikgitarren und einem Cajon. Brauche es nicht. Für gute Laune und sowas. Ja, sehr cool. Wir haben ein bisschen Bock. Ich freue mich. Vielleicht sehe ich euch ja gleich noch. Ja genau, wir tanzen nachher noch Backstage. Genau, wollte ich gerade sagen. Wo wir machen her? Hier Guru-Tanz. Wir kommen aus Utah, Salt Lake City, den Vereinigten Staaten von Schleswig-Holstein. Ja. Gut, und habt ihr auch seid ihr Instagram, seid ihr komplett at the Andersons, wir sind auch bei Facebook, ja. Wir sind bei Xing, wir sind überall. Ja, ja. Ich habe noch einen Wohnwagen auf der 38 mit blauem Licht, check's aus. Ja. Tinder seid ihr Tinder auch? Sind wir auch, aber läuft gerade nicht gut, ja. Gar nicht gut. Also ihr seht, Humor haben die guten. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß. Danke, danke. Ja, genau. Bye, bye. Bye, bye. Ciao. Ja, richtig cool. Also die Leute sind alle gut drauf und ja, ihr hört es schon, da hinten ist das. Wir spenden immer kurz rüber. Von der Musik kann man nicht sagen, das ist das Rockcamp. Das ganze Festival ist nämlich in drei Teile aufgeteilt, also nennt sich Camperade. Es gibt einmal den Rockbereich, einmal den Schlagerbereich, wo ich ja nachher bin, und den Elektrobereich. Da höre ich bestimmt gleich auch noch mal rein. Aber ja, so ist das Ganze aufgeteilt, findet dieses Jahr das erste Mal statt und ich hoffe, dass es ein Erfolg ist, damit das wirklich jedes Jahr noch stattfindet. So, jetzt geht's los. So ihr Lieben, da seht ihr dann, da wurden wir mit einem Buggy abgeholt und quasi von dem Künstlerparkplatz einmal zu unserem Campbereich gefahren. Ich habe das jetzt einmal im Schnelldurchlauf gefilmt. Dann seht ihr nämlich einmal so ein bisschen, wie das aussieht. Hier fängt das Ganze an, das ist das Rockcamp 1. Also hier sind die Rocker quasi gewesen. Das Rockcamp hat zwei Einheiten quasi gehabt, 1 und 2. Da seht ihr gerade dann das zweite. Und man sieht, es war schon richtig viel los. Auf jeden Fall war ich da schon echt aufgeregt. Und da kommen wir dann auch schon in das Schlagercamp. Wenn wir jetzt noch weiter geradeaus gefahren wären, da wäre nämlich dann das Hardstyle-Camp gewesen. Und ich habe es allerdings nicht mehr dahin geschafft. Man sieht schon hier, die Stimmung war wirklich gut. Das Schlagercamp war quasi in zwei Teile aufgeteilt. Einmal hier der untere Bereich und dann einmal auf der anderen Seite noch der obere Bereich. Und hier ist dann quasi der... der Wagen, mit dem ich dann auch mitgefahren bin, da ist der liebe DJ und da steige ich darauf und dann hat die Party begonnen. Aber irgendwie verschwommen, obwohl mein Schädel noch drückt, meine Augen verbrennen, ihr werdet mich in ein paar Stunden nicht mehr wiedererkennen. Mr. Party Party, Mr. Party. Jack. Deine
eine Feier ohne Meier. Mit den Tunnels wird geleitet, den Eisen weiterhin. Komm, die Macht, die Insel reißen, den zurück ist schöner Strand. Jeder sollte einmal reißen, in das schöne Gewand. Dann singen wir ja noch live für euch hier. Halten wir hier an. Der DJ des Morgens. Nächstes Mal darfst du auch Musik machen. Ja, quasi. Na gut, wir können weiterfahren. Seit Jahren schon lebe ich mit dir. Und ich danke Gott dafür, dass er mir... Sam könnte stehen lassen, behalten wir. Auf Werkhof. Der König! Korsika, Flachkörper machen. So ihr Lieben, kurzer Zwischenstand. Ich war jetzt gerade schon auf dem Wagen, auf jeden Fall richtig, richtig cool. Und ja, jetzt ist einmal kurze Pause und circa um 21 Uhr, 21.30 Uhr geht es dann los. Also die Stimmung ist auf jeden Fall richtig geil und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Viel zu leise. Saufi, Saufi, noch 10 Bier. Saufi, Saufi, alle hier wollen Saufi, Saufi, Polizeirevier. Was ist mit euch los da? Hallo? Alle hier wollen Sau, 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 weiter. Ich habe es gerne, weil ich in meiner Sterne funkeln, in der Laterne im Dunkeln. Alarm und Stress, und ich muss dir wohin.
Hey. Ho. Hey. Ho. Okay. Hey, hey. Ho. Hey, hey. Ho. Habt ihr die Zugabe verdient? Was meint ihr? Wir sind mittlerweile auf dem Rückweg und ja, es hat mega Spaß gemacht, mal was ganz anderes. Ich war ja das erste Mal wirklich auch auf so einem Festival. Ist natürlich alles ein bisschen anders wegen Corona. Die Leute durften ihre Parzellen nicht verlassen. Von daher konnte man einfach nicht so richtig viel Publikum vor dem Truck haben, weil das einfach nicht erlaubt war. Und ich habe versucht, das Beste draus zu machen. Bin immer hin und her gerannt zwischen den Parzellen und von Gruppe zu Gruppe gesprungen. Also war, wie gesagt, mal was anderes, eine coole Erfahrung. Und jetzt falle ich gleich todmüde ins Bett. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart bei Quorn TV und bis zum nächsten Mal. Eure Clara.